Herr Bürgermeister, Frau Hitzberg, Herr Wärmer, meine Damen und Herren, liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, ich bin froh, dass ich hier bin, dass der Zeitpuffer, den ich eingebaut hatte, von einer halben Stunde ausgereicht hat und die zwei Staus, in denen ich gesteckt habe, von Darmstadt hierher gereicht hat. Ich bedauere dagegen umso mehr, dass ich relativ bald gleich wieder gehen muss, weil noch ein weiterer Termin in Darmstadt und heute Abend in Wiesbaden die Olympische Weihnacht, zu der das Präsidium eingeladen hat, weitere Verpflichtungen für mich heute sind. Aber trotzdem war es mir wichtig, hierher zu kommen. Das ist mein drittes Festival, an dem ich teilnehme. Das ist das erste, in dem ich in der präsidialen Verantwortung als Vizepräsident auch für den Bereich Integration zuständig bin. Und genauso wenig wie Herr Wagner eben nur als Grußwortonkel aufgetreten ist, sehe ich mich auch nicht hier, sondern mir ist es schon nochmal wichtig, deutlich zu machen, welchen Stellenwert und welche Bedeutung Integration im oder Integration durch Sport sowohl bei uns im Landessportbund, aber ich glaube auch insgesamt bei uns in der Gesellschaft hat. Eigentlich, meine Damen und Herren, bräuchten wir nicht unbedingt dieses Integrationsfestival, weil Integration ist etwas, was zum Sport gehört von seinem Anfang an. Wir feiern in diesem Jahr das 200. Jubiläum der Entstehung des Sports, richtig gesagt des Turnens. Auf der Hasenheide in Berlin 1811 war es nämlich genau dieser Hintergrund, nämlich dass Menschen, egal in welcher gesellschaftlichen Gruppe und Gruppierung sie gelebt haben, gemeinsam den gleichen Sport treiben sollen. Also von daher ist das, was an Integrationskraft im Sport ist, etwas Immanentes, was mit zum Sport dazugehört. Wir haben heute jemanden aus Berlin da. Ich weiß nicht, ob Sie eine ähnliche Beziehung nachher noch knüpfen werden, aber vielleicht ist das, wenn ich jetzt vom Turnen weg zu anderen Sportarten und auch dann gleich zur Gegenwart komme, ein Querpass, den Sie dann aufgreifen können. In Hessen, beim Landessportbund, ist das Thema Integration durch Sport auch viel älter als diese drei Festivals, denn insgesamt ist insbesondere in dem Bereich, in dem die Vereine, die ausgezeichnet worden sind, die ein Zertifikat Integration durch Sport führen, seit mehr als 20 Jahren über Hessen verteilt, unterwegs in den Kommunen mit den Vereinen, das Thema aufzugreifen, Menschen, in deren Familien die Zuwanderung eine Rolle gespielt hat oder noch eine Rolle spielt, auch in den Vereinen mit aufzunehmen, die Sportart mit aufzunehmen. Ja, aber auch die Sportarten, die diese Menschen mitbringen, in unsere Vereine zu transportieren. Auch das ist ja etwas, was Integration im Sport und durch Sport mit meint, nämlich, dass viele Sportarten, die bei uns angeboten werden, für verschiedene Altersgruppen gar nicht unbedingt aus Deutschland kommen, sondern dass diese Sportarten mit dazu beigetragen haben, die Vielfalt des Sports insgesamt noch komplexer zu machen und damit auch die Bewegungskultur und viele Kulturen mit abzubilden. Auch das ist ein Punkt, der ganz wichtig ist, wenn wir von Integration im und durch Sport sprechen. Und nicht zuletzt, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger und entscheidender Punkt, mit dem wir im Sport punkten können und schon gepunktet haben. Und jedenfalls wird das häufig von der Politik auch so geäußert, das besser können als die Politik oder Kommunalverantwortliche alleine dazu in der Lage sind. Nämlich Menschen aus ihrer Familie, mit ihrer Familie gemeinsam anzusprechen über das Thema Spielen, Bewegung oder auch Tanz, wie wir das hier heute schon gesehen haben, und damit auch ein gemeinsames Bild unserer Gesellschaft so abbilden. Damit das jetzt aber passieren kann, und das wird auch heute in der Podiumsdiskussion ja ein Schwerpunkt sein, ist es auch wichtig und notwendig, dass entsprechende Anleitungen erfolgen können. Und damit Anleitungen erfolgen können, muss ich zunächst etwas lernen. Und schon wieder kann ich eine Brücke schlagen, wenn Menschen, die nach Deutschland kommen, hier ihre neue Heimat oder vorübergehende Lebenssituation verbringen,
auch die Sprache lernen können, lernen wollen und das nicht irgendwie nach irgendwelchen grammatikalischen Vorgaben, sondern ganz praktisch und nah in der Lebenswirklichkeit des Sports. Das heißt, dass der Sport insgesamt auch einen hohen Bildungsgehalt an sich in sich wirkt und durch die Sprachkompetenz, die einfach notwendig ist, um miteinander auch in einem Sportverein klarzukommen, gleichermaßen hier auch ein Transfer stattfindet, der auch in anderen Alltagssituationen dann genutzt werden kann. Und von Seiten des Landessportbundes, ob das die Sportjugend ist, ob das das Bildungswerk, hätte ich beinahe gesagt, das ist jetzt ja Bildungsakademie bei uns, oder auch die anderen Übungsleitungsausbildungen, die wir hier schon durchgeführt haben, durchgeführt zum Teil auch ganz speziell und darauf ausgerichtet, dass es Menschen, Frauen zum Beispiel in dem Projekt Start, Sport überspringt kulturelle Hürden, so heißt es vollständig, dass hier die Zielsetzung ist, Frauen abzuholen, die in Deutschland wohnen, aus einem anderen Land gekommen sind, hier zu Übungsleiterin zu qualifizieren, damit sie wiederum in ihren Gruppen, in ihren Familien, in ihren Gemeinden, in ihren Gemeinschaften, aber dann eben im Sportverein hier als Unterrichtende, Unterweisende aktiv sein können und damit ebenfalls einen Part abbilden, der die Gemeinsamkeit im Sport mit deutlich macht. Wo wir uns noch ein bisschen anstrengen müssen, das trifft uns als Sportorganisation auch genauso. Und das ist auch ein Weg, den wir in die Migranten-Selbstorganisation, so wie das so bürokratisch aus meiner Sicht ein bisschen heißt, ist, in welchem Rahmen kann die Intensität des ehrenamtlichen, des freiwilligen Engagements auf der Verantwortungsebene noch gesteigert werden. Ich glaube, hier müssen wir nicht unbedingt dicke Bretter bohren, aber hier sind wir längst noch nicht so weit, wie wir eigentlich sein möchten oder wo wir zumindest hinwollen. Und das ist mit Sicherheit ein Anliegen, von dem ich mir verspreche, dass heute auch hier in der Podiumsdiskussion weitere Impulse gesetzt werden, die zwar dann zunächst erstmal hier sicherlich in der Region in Wetzlar und um Wetzlar herum dann fruchten werden. Ich wünsche mir aber auch, dass sich hieraus dann Multiplikationseffekte ergeben sollen. Damit komme ich zu einem letzten Stichwort in meinen einführenden Worten für diese Veranstaltung. Wir sind im Augenblick dabei, im Landessportbund ein Papier, wir haben es im Präsidium schon verabschiedet, im Augenblick befindet es sich bei den kommunalen Spitzenverbänden, das da heißt, starker Sport, starke Städte, Gemeinden und Landkreise in Hessen. Dazu gibt es verschiedene Punkte, angefangen vom Sportstättenbau, über den Leistungssport, über Sport und Gesundheit, über viele Themen und Inhalt. Und ein Thema ist aber auch das Thema Integration. Und hier glaube ich, Herr Wagner, und ich denke, dass wir da ganz dicht beieinander sind, auch von dem, was Sie vorhin gesagt haben, dass der Sport und die Kommunalpolitik insbesondere gemeinsam vor Ort hier Modelle weiterentwickeln können, neu ausprobieren sollten, um die Möglichkeit zu schaffen, dass der gute Weg, den wir schon beschritten haben, breiter wird, dass er verschiedene Abzweige findet und dass es letzten Endes zum Wohle unserer gesamten Gesellschaft dient. In der nächsten Woche werde ich in Idstein einen Vortrag halten. Da geht es um das Thema Gesundheit und Menschen mit Migrationshintergrund. Das Vortragsthema habe ich genannt. Sport, eine Integration des Sport, Teil einer gesunden Gesellschaft. Und wenn das erreicht ist, dann denke ich, dann ist auch ein höheres Maß an Zufriedenheit bei allen Beteiligten vorhanden. Und dass Sie alle, die Verantwortlichen, nachher Sie alle auf dem Podium, auch zufrieden heute hier diesen Raum verlassen und dieses Festival zufrieden und gut in Erinnerung halten. Das wünsche ich Ihnen allen und bedanke mich natürlich auch bei all denjenigen, die mit dazu beigetragen haben, dass es zu dieser Veranstaltung kommen konnte.